Schauen wir mal, wie will ich vorgehen? Ich werde kurz auf das Thema eingehen, warum haben wir uns denn überhaupt mit Werten beschäftigt, um dann darüber nachzudenken, wie Werte aufgebaut werden können. Und dann sollten wir aber möglichst rasch in die Diskussion, in den Erfahrungsaustausch eingehen. Ich beginne mal mit der Kernfrage, die wir immer so an den Anfang stellen, wenn wir solche Projekte machen. Die Herausforderung, mit der wir ja zu tun haben, die ist ja in dem YouTube-Video Shift Happens wunderbar beschrieben, ist ja, wie wir die Menschen auf Herausforderungen vorbereiten, die wir heute noch gar nicht kennen und die sie letztendlich mit Methoden und Tools zu bewältigen haben, die noch gar nicht erfunden sind. Also wir müssen wegkommen von diesem Vorratslernen, wo wir die Menschen mit Wissen füllen, und wir brauchen andere Zielsetzungen. Und letztendlich heißt das, dass wir Kompetenzen aufbauen müssen bei den Menschen, damit die Menschen solche Situationen selbst bearbeiten, lösen können. Und wenn man sich mal Kompetenzen näher betrachtet, dann wird klar, dass Wissen und Fertigkeit, Qualifikation zwar notwendige Voraussetzungen sind, dass aber Kompetenzen deutlich weitergehen und Kompetenzen vor allen Dingen auch voraussetzen, dass man entsprechend Werte aufbaut und verinnerlicht, interiorisiert. Und wir haben kürzlich mal bei unseren Kunden und Partnern eine Umfrage gemacht und da kam klar heraus, dass die Werteorientierung als die Zukunftskompetenz Nummer eins angesehen wird. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was sind Werte? Das ist irgendwie ganz verblüffend, wenn ich irgendwo über Kompetenzen rede, kommt immer gleich die Frage, was verstehst du denn unter Kompetenzen? Wenn ich über Werte rede, kommt die Frage nie. Irgendwie glaubt jeder zu wissen, was Werte sind, und es wird ganz selten hinterfragt. Also wir orientieren uns an einer Definition, die jetzt primär von John Erdenbeck geprägt wurde. Werte sind Ordner, die die menschliche Selbstorganisation bestimmen. Das sind also Ordner des selbstorganisierten Handelns. Und um das mal zu verdeutlichen, muss man sich nur mal vorstellen, wie wir agieren. Ich will es mal in einem Beispiel verdeutlichen. In einem EU-Projekt habe ich mal einen spanischen Feuerwehrkommandanten gefragt, wie machst du das, wenn du vor einem brennenden Haus stehst mit deinen 10 Leuten und jetzt musst du in Sekundenschnelle entscheiden, schicke ich meine Leute noch rein, um eventuell Leben zu retten, oder schicke ich sie nicht mehr rein, weil es einfach zu riskant ist. Dann hat er ein bisschen gelächelt und sagte, das ist im Endeffekt ganz, ganz einfach. Ich mache den Job seit 30 Jahren. Ich habe in diesen 30 Jahren bei jedem Einsatz, der mal gut und mal weniger gut gelaufen ist, Erfahrungen gesammelt, habe über diese Erfahrungen nachgedacht, mit dem Team reflektiert und diese Erfahrungen habe ich nach und nach verinnerlicht. Und deswegen fühle ich mich heute sehr sicher, wenn ich solche Entscheidungen treffe, weil ich letztendlich im Laufe meines Berufslebens diese Erfahrungen verinnerlicht habe. Und das genau sind diese Werte. Und deswegen geht es jetzt darum, solche Werte auch gezielt entwickeln zu können. Und in unseren Konzepten nutzen wir ein Wertemodell, welches auf vielfältigen Studien beruht, zum Beispiel Klages-Gensicke vor 15 Jahren. Und wir differieren jetzt zwischen vier Wertebereichen, Genusswerte wie Kreativität, also ihr Wunsch, etwas zu tun, weil sie einfach oder weil ihr einfach Spaß dran habt, wenn hier kreative neue Lösungen entsteht. Dann andere achten mehr auf den Nutzen, die Sicherheit, Belohnung, Gemeinnutz, ethisch-moralische und sozial-weltanschauliche Werte. Wir haben diese Werte auch alle definiert. Hier habe ich mal ein Beispiel reingespielt zum Thema Respekt. Was kennzeichnen Menschen, die jetzt solche Werte besitzen? Und jetzt geht es darum, wie kann man denn konkret ein Konzept der Werteentwicklung gestalten? Und da steht die Wertemessung am Anfang. Und wir gehen konsequent so vor, dass wir sagen, wir müssen Werte auf 3 Ebenen messen. Auf der Ebene des einzelnen Mitarbeiters, wenn er entwickelt werden soll.
auf Teamebene und Organisationsebene. Und was ich auch gelernt habe in dieser Entwicklungsarbeit ist, die Werte eines Teams sind nicht die Summe der Einzelwerte der Teammitglieder, sondern Teams entwickeln wiederum in eigenen Prozessen, aus eigenen Teamerfahrungen heraus ihre eigenen Teamwerte. So dass es durchaus sein kann, dass die Mitarbeiterwerte von Teamwerten abweichen, und das Entsprechende gilt natürlich auch für Organisationswerte. Gut, da sehen wir den John. Also er ist, wenn man es so will, der wissenschaftliche Vater des Konzeptes. Und wir haben jetzt Fragebögen entwickelt, wo wir jetzt zum Beispiel auf Teamebene oder Organisationsebene wie hier die Ist-Situation ermitteln können. Das heißt, wir fragen die Mitarbeiter wie hier: Es ist meiner Organisation wichtig, dass die Mitarbeiter durch körperlichen und geistigen Ausgleich gesund und fit bleiben. Und dann fügen wir jeweils Beispiele ein, die wir auch unternehmensspezifisch anpassen können, damit die Mitarbeiter auch diese doch etwas abstrakte Frage besser verstehen. Und dann stellen wir zwei Fragen. Einmal, wie schätzt du denn die Werte in deiner Organisation ein? Das kann man jetzt mit diesem Schieberegler hier gestalten, und fragen aber dann auch parallel, was wünschst du dir denn für Werte? Um dann auch schon mal diese Diskrepanz zwischen der Ist-Situation im Wertebereich und der Wunsch-Situation deutlich zu machen. Ich komme dann nachher drauf, was wir da mit dem Ergebnis machen. Das kann man dann grafisch darstellen. Da gibt es auch eine verbale Auswertung dazu. Und jetzt sind wir natürlich bei der Frage, wie können jetzt Werte entwickelt werden? Und wir alle haben ja wahrscheinlich von der Kindheit an gelernt, wie sinnlos es ist, wenn man versucht, Werte auf der kognitiven Ebene zu vermitteln. Alle von uns haben die 10 Gebote eingebläut bekommen, und keiner von uns hält sich dran. Also das ist schon das beste Beispiel dafür. Oder wenn man Volkswagen nimmt, ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe mal geschaut, was hatte Volkswagen denn im Jahre 2005 für veröffentlichte Werte? Ja, die waren fantastisch. Wir halten uns an Recht und Ordnung, konsequent und so weiter. Und das Problem war, das war halt in der Hochglanzbroschüre und auf der Website, aber es war halt nicht verinnerlicht wie bei meinem Feuerwehrkommandanten vorher. So, wie kann man jetzt Werte aufbauen und managen? Da gilt das Gleiche, wenn man jetzt auf der Individualebene ist, wie bei den Kompetenzen. Man kann Werte nicht vermitteln, sondern die Menschen können Werte nur selbst organisiert bei der Bewältigung von schwierigen Herausforderungen aufbauen. Idealerweise haben Sie noch einen Partner, der Sie coacht, der Ihnen Feedback gibt. In dieser Kombination ist das optimal. Die Trainingsstufe gibt es theoretisch. Ich wüsste jetzt aber beim Thema Werte kein Training, welches wirklich geeignet wäre, Werte zu entwickeln. Es werden zwar jede Menge Wertetrainings angeboten, aber ich behaupte mal, da werden nicht wirklich Werte verinnerlicht, sodass sie das Handeln der Menschen prägen, sondern man diskutiert über Werte, man hinterfragt sie vielleicht, dann sind sie auf der kognitiven Ebene, aber sie sind noch lange nicht im Bauch der Menschen gelandet, also sie sind noch lange nicht interiorisiert. Und folglich brauchen wir jetzt ein Entwicklungskonzept, das ja viele schon aus dem Kompetenzbereich kennen, wo es darum geht, die Menschen als Ganzes zu entwickeln und es ihnen möglich zu machen, sich selbst organisiert zu entwickeln. Darum gilt auch für die Werteentwicklung, die Ermöglichungsdidaktik, die besonders von Rolf Arnold sehr schön in seinem Büchlein dargestellt worden ist. Wir brauchen einen Ermöglichungsrahmen, wo wir jetzt den Menschen helfen, ihre Werteentwicklung selbst zu planen, wo sie sich auch über das Netz austauschen können, wo sie vielleicht auch Hintergrundwissen finden und Rückmeldung bekommen. So, und wie sieht jetzt solch ein Wertemanagementsystem aus? So wie wir auf drei Ebenen messen, brauchen wir auch drei Management-Ebenen.
Die Organisationsebene, das ist die Verantwortung der oberen Führungskräfte, die idealerweise, das ist unsere Empfehlung, ein Wertemanagement-Team einsetzen, welches dann organisationsweit über die Vorgabe von Korridorthemen Prozesse initiieren. Auf der Teamebene ist immer jede Führungskraft der Wertemanager und auf der Mitarbeiter ist jeder einzelne Mitarbeiter sein eigener Wertemanager. Und auf der Mitarbeiterebene müssen wir wegkommen von diesen tradierten Entwicklungskonzepten zu Lernprozessen, wo Werteentwicklung im Prozess der Arbeit stattfindet. Das heißt, die Lernprozesse werden als roter Faden durch die Arbeitsprozesse bestimmt und wir stellen den vorher zitierten Ermöglichungsrahmen zur Verfügung. Und das ist ja dieses Social Blended Learning Konzept, was ich schon oft vorgestellt habe, wo wir dann im Rahmen von Projekten jetzt nicht nur Kompetenzen, sondern auch gezielt Werte entwickeln, indem wir Werteziele definieren und die Mitarbeiter beispielsweise im Rahmen eines kulturellen Projektes darauf achten, dass sie ihren Wert Respekt jetzt hinterfragen, regelmäßig darüber reflektieren, wie respektvoll sie mit ihren für vielleicht jetzt internationale Mitmenschen umgehen, um da nach und nach dann durch eigene Erfahrungen dann ihren Wert zu entwickeln. Wir bringen hier immer so ein Beispiel, was das, glaube ich, sehr schön darstellt. In einem Unternehmen hat ein Geschäftsleiter festgestellt, dass ein hochkompetenter Ingenieur offensichtlich Probleme im Umgang mit fremdländischen Mitarbeitern hatte. Da hätte man jetzt natürlich früher gesagt, den schickt man in ein Werteseminar oder in ein Seminar über interkulturelle Werte und Kompetenzen und dann geht er da 3 Tage hin und vermutlich wäre da nichts passiert. Diese Führungskraft hat was anderes gemacht. Die hat den Ingenieur für ein halbes Jahr in ein Flüchtlingslager nach Jordanien geschickt, weil das war ein Unternehmen, das Wasseraufbereitungssysteme hat. Und dort hat er ein halbes Jahr Wasseraufbereitungssysteme eingebaut oder repariert oder weiß der Teufel was. Und musste dabei aber natürlich zwangsläufig mit genau solchen Menschen von morgens bis abends zusammenarbeiten. Und als er zurückkam, war sein Werteproblem im Bereich interkulturellen Austausch war völlig weg vom Tisch, weil er jetzt einfach aufgrund seiner Erlebnisse dort natürlich auch seine Ordner für sein Handeln neu gestaltet und sortiert hat. Solche Maßnahmen kann man sicherlich nicht immer gestalten, aber die sollen ein bisschen plakativ zeigen, dass es bei Wertemanagement nicht darum geht, da irgendwelche Botschaften zu vermitteln, sondern es zu ermöglichen, selber Erfahrungen zu sammeln. So, auf Teamebene machen wir das so, wie ich gerade schon dargestellt habe. Wir messen Ist- und Wunschwerte, um dann in den Teams in einem gemeinsamen Prozess Sollwerte zu definieren und gemeinsam Projekte zu bearbeiten, wo es jetzt darum geht, genau diese Werte umzusetzen. Wenn ich jetzt mal bei meinem Beispiel bliebe und sich das Team zum Ziel gesetzt hätte, den Wert Respekt gezielt als Team zu bearbeiten, würde man natürlich jetzt herausfordernde Projektaufgaben suchen, wo es genau darauf ankommt, respektvoll miteinander auf Augenhöhe umzugehen. Entsprechend machen wir das auch auf Organisationsebene, wo wir dann bestimmte Korridorthemen für eine bestimmte Zeit über das ganze Unternehmen hinweg bearbeiten. Und ich habe da immer noch eine Idee, suche aber immer noch das Unternehmen, wo ich das mal umsetzen kann, dass wir das, was Karl-Heinz Pape und die anderen Mitstreiter hier gemacht haben, nämlich diesen Mukaton, das auch hier entsprechend umzusetzen. Das heißt, solch einen Connective MOOC in Verbindung mit einem Hackathon dafür zu benutzen, die Erfahrungen, die jetzt beispielsweise die Teams und die Mitarbeiter bei der Bearbeitung solcher Korridorthemen sammeln, die dann in diesem Mukaton auszutauschen und gemeinsame vielleicht Leitlinien oder Missionen zu entwickeln. Das heißt, Wertemanagement auf Team- und Organisationsebene ist immer auch Kulturmanagement und Kulturmanagement ist immer Wertemanagement.
Das war das, was ich jetzt so als Input einbringen wollte. Und jetzt rufe ich mal die Seite auf, die wir ja auch im Netz haben. Dann könnt ihr euch daran noch mal ein bisschen orientieren. Und dann sollten wir einfach in die Diskussion gehen. Und jetzt ist die Frage, wie ich jetzt dann muss ich die Telefon Werner, du bist jetzt ganz weg. Wir hören dich nicht mehr. Ja. Wie mache ich das jetzt? Ja, ich glaube, als erstes hast du das richtig gemacht. Du hast jetzt erstmal jeden on gestellt sozusagen und jeder, der jetzt, jeder muss sich manuell off stellen und wenn jemand was sagen möchte, dann stellt er sich manuell. Okay, machen wir so. Gut, guter Vorschlag. Also, dann sollten wir loslegen. Karl-Heinz, hast du schon Fragen gesammelt? Ja, und zwar, es gab eine interessante Diskussion sogar schon im Chat, die Charlotte angestoßen hat. Und sie hatte gefragt, ist denn Kreativität ein Wert? Für mich ist es die Fähigkeit, Neues zu schaffen oder zu denken. Und dann wurde ein bisschen weiter diskutiert und dann kam so die Aussage wieder von Charlotte, auch VW war ja sehr kreativ mit Abschaltprogrammen. Also ist Kreativität ein Wert oder eine Fähigkeit? Also Kreativität ist beides. Wenn ich Kreativität unter dem Aspekt betrachte, ob ich fähig bin, jetzt kreative Lösungen zu entwickeln und kreative Lösungen umzusetzen, dann bin ich ganz klar im Kompetenzbereich. Wenn ich aber die Frage stelle, was treibt mich denn an, diese Kreativität, diese kreative Kompetenz auszuleben, dann bin ich im Wertebereich. Kreativität als Ordner meines Handelns wird dann wirksam, wenn ich Freude daran habe, jetzt kreative Lösungen zu entwickeln, wenn mir das einfach Spaß macht, solche kreative Lösungen zu gestalten oder ich Freude daran habe, vielleicht jetzt künstlerische Lösungen zu entwickeln. Wenn das mein Antrieb ist, dann bewege ich mich im Wertebereich. Wenn ich aber das Ergebnis betrachte, im Handlungsbereich, dann bin ich bei den Kompetenzen. Also insofern, ist Kreativität jetzt ein Beispiel, was, für beide Dinge gilt und was natürlich auch miteinander zusammenhängt. Weil wenn mein Wert Kreativität sehr stark ausgeprägt ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch, meine kreative Kompetenz, gezielt entwickle, relativ hoch. Dann hat Frank Kalberg nur eine kurze Frage gestellt. Ist ein Mukaton eine Kombination von einem MOOC und einem Hackathon? Ja, ich glaube, das hat er richtig verstanden. Beides zusammen Ja, inhalten. vielleicht noch ein Hinweis. Es ist jetzt kein Standard-MOOC, sondern ein X-MOOC, sondern es ist ein C-MOOC, ein sogenannter Connective-MOOC, bei dem es jetzt nicht darum geht, viel Wissen zu vermitteln, sondern durch kurze, knappe Inputs eine Diskussion anzustoßen, die dann online in diesem MOOC-Format stattfindet. Also es ist wirklich ein Format, in dem extrem viel Kommunikation stattfinden kann. Und der zitierte Co-Learn-Mukaton hat ja bewiesen, wie gut solch ein Konzept funktionieren kann. Joachim Niemeyer fragt, kann man Werte tatsächlich messen oder entstehen Werte nicht erst durch Reflexion? Also zunächst mal zu dem Begriff Messen, das diskutieren wir auch ständig. Ich versuche mich dahin zu erziehen, dass ich eher von Erheben spreche. Also Werte kann man mir mit Sicherheit erheben. Das haben jetzt auch unsere ganzen Pilotprojekte, die wir gemacht haben, gezeigt. Wenn man Werte in diesem Sinne versteht, dass Werte Ordner meines Handelns sind, die bestimmen, ob ich jetzt in die eine oder in die andere Richtung gehe, die mir vielleicht sagen, halt, bis an die Stelle, aber nicht weiter, dann kann man Werte mit Sicherheit erfassen. Und was war jetzt der zweite Teil der Frage? Der ist mir jetzt entfallen, sorry. Ja, er sagt, entstehen Werte nicht erst durch eine Reflexion? Ja, das ist, also das eine ist jetzt die Erfassung der Werte, dann kann ich eine Bestandsaufnahme machen. Also, sobald ich jetzt beispielsweise neue Erfahrungen sammle und dann über diese Erfahrungen reflektiere, dann verändere ich natürlich mein Wertesystem.
mein Wertesystem ist ja nicht starres, was mit der Liebe gegeben hat, sondern mein Wertesystem wird sich permanent anpassen, aufgrund solcher Erfahrungen, aufgrund von Reflexionen. Mhm. Die Nadine Schäfer fragt, ob du die Folien zur Verfügung stellst. Ja, selbstverständlich. Da stimme ich mich mit dir ab, wie wir das dann am besten machen. Die kommen dann auf die Homepage, genau. So, dann fragt Jörg Entschuldigung, ich kann auch gerne, wenn der Wunsch da ist, obwohl das haben wir ja schon gemacht, wir haben ja noch dieses White Paper eingefügt, wo dieses Konzept ja, glaube ich, auf 30, 40 Seiten dargestellt ist. Also insofern genügt, wenn ich jetzt noch die Folien einstelle. Ja, machen wir. Dann fragt Jörg Wachsmuth, wie identifiziere ich Werte, welche meine Organisation in einer digitalisierten Arbeitswelt benötigt, also so zukünftige Werte? Okay. Also unsere Idee ist, aber ich gebe hier ganz offen zu, da erwarte ich auch noch viele Erfahrungen in nächster Zeit, aber unsere Idee ist, wir machen auf Organisationsebene jetzt eine Ist-Aufnahme der aktuellen Werte, die wir haben. Wir fragen dann parallel, das habt ihr ja vorher gesehen, die Wunschwerte. Und wenn man das dann gegenüberstellt, dann würde ich jetzt in einzelnen Teams hier, so wie vorher dargestellt, einen Diskussionsprozess initiieren. Welche Werte brauchen wir zukünftig, aber immer unter dem Hintergrund der Ist-Situation und der Wunsch-Situation? Welche Werte sollten wir in unserer Organisation zukünftig haben, um jetzt im Rahmen der digitalen Transformation auch zukünftig erfolgreich sein zu können? Also das wäre dann ein klassischer Moderationsprozess, der aber dann durch diese Erhebung der Werte auf einer relativ, denke ich, breiten Basis stattfinden kann. Okay. Darf ich gleich nochmal einhaken zu dem Thema Werte und Reflexion und Erheben und Messen? Oder möchtest du, Karl-Heinz, noch ein paar Fragen erstmal sammeln? Nee, hake ruhig ein. Gut. Weil mich hat's echt ein Stück irritiert an der Stelle, weil die Messung selbst der Werte ist für mich sehr stark abhängig von den Kontexten und letztendlich vom Ausleben. Ich möchte es ganz konkret an einem Beispiel machen. Wir haben bei uns einen Wert, der heißt so lustig auf Englisch, we do what we say and we say what we do. Das adressiert sowas wie Ehrlichkeit, behaupte ich mal, dazu stehen, was ich sage. Und gleichzeitig gibt es natürlich Kontexte, sagen wir mal auch aus gesetzlichen Gründen. Wir sind ein an der Börse gelistetes Unternehmen und können über manche Dinge, dürfen wir noch nicht mal sprechen zu den Mitarbeitern, obwohl es die Mitarbeiter unmittelbar beträfe. Und im kleineren Kontext kann man es auch kleiner machen. Aus taktischen oder strategischen Gründen werden wir manche Informationen nicht dahin streuen, wo es jeder erfahren oder sehen kann, obwohl er wieder betroffen ist. Das ist natürlich zunächst mal ein Volltreffer gegen diesen Wert. Und deshalb glaube ich, und das ist meine These, dass Wertearbeit nur über Reflexion überhaupt an Inhalt gewinnen kann. Ansonsten waren es nämlich hohle Phrasen, die, wie ich vorhin schon eingangs mal sagte, eher kontraproduktiv sind. Wenn ich darauf nicht eingehe und das nicht so reflektiere, dann schieße ich letztendlich alle Menschen tot, die ich mit so einem Wert konfrontiere. Ich habe das durchaus erlebt, ich höre auch gleich auf, nämlich dieser Wert ganz konkret, der ist ganz vielen Mitarbeitern, ist der wirklich, die haben sich geärgert ohne Ende und sie haben ein Stück sich, sagen wir mal, noch weiter entkoppelt vielleicht von der Firma. Warum? Weil für sie nämlich Ehrlichkeit ein ganz hoher Wert ist, den sie in ihrem ganzen Leben bereits gelebt haben. Aber umgekehrt, die jetzt diesen Wert postulieren, das sind die genau, die diesen Wert ja nicht einhalten. Ne? Genau in diesen Kontexten, wo ich vorhin gesagt habe. Wie seht ihr das alle da draußen? Also wenn ich dir direkt darauf antworten darf, ich sehe das genauso wie du. Die Konzepte oder die Wege auf Mitarbeiterebene, Teamebene und Organisationsebene habe ich ja alle so dargestellt, dass quasi am Anfang ein Rahmen geschaffen wird, dass man Erfahrungen sammeln kann bei der Bearbeitung realer Herausforderungen, um dann darüber zu reflektieren.
Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Man kann natürlich auch sagen, wir setzen uns jetzt mal zusammen und reflektieren jetzt über das, ich nenne es jetzt mal so, diesen Wert Ehrlichkeit, den du angeführt hast. Und dann denken wir drüber nach und dann kommen wir sicherlich auch zu einem Ergebnis. Ich bin fest davon überzeugt, wenn ich wirklich etwas im Wertebereich erreichen will, dann muss ich am Anfang den Menschen erstmal Gelegenheit geben, selbst Erfahrungen zu sammeln und auf Basis dieser Erfahrungen dann zu reflektieren. Und dann ist aber Reflexion, da bin ich voll bei dir, unverzichtbar. Das ist wirklich der Kern des Lernprozesses bei der Werteentwicklung. Danke. Björn Beil hat gesagt, er möchte auch was sagen. Björn, mach dein Mikrofon auf und dann sag, was du sagen möchtest. Super, sehr gerne, vielen Dank. Also ich möchte keine Frage stellen, sondern auch nochmal einen Input geben. Und zwar, Werner, bezüglich was du sagst, Erfahrung, man muss Erfahrung sammeln und im Endeffekt in das gleiche Horn nochmal stoßen. Und zwar eine Ebene tiefer nochmal zu gehen, denn wenn wir von Werten sprechen, egal auf welcher Ebene, dann sprechen wir grundsätzlich von Menschen, ja, und deren Werte. Und diese Menschen multiplizieren bzw. streuen diese Werte dann nach außen hinaus und dann geht es in die anderen, auf die anderen Ebenen. So, und wenn wir uns diese Menschen angucken, dann müssen wir in die Köpfe gucken sozusagen, um erstmal zu verstehen, woher kommen Werte. Und für mich steht jeder Wert am Ende eines Reality Loops nach Alexander Hartmann. Also das heißt, wir machen erst eine Erfahrung. Dann kommen Glaubenssätze in unseren Kopf. Daraus entsteht eine Imagination, eine Vorstellung und daraus die Physiologie, also das Verhalten. Und das wieder begründet eine Erfahrung, Glaubenssätze, Imagination, Physiologie. Das heißt, dieser Reality Loop im Endeffekt, der dann unser Bewusstsein bildet, auf das die Werte oder von dem die Werte dann kommen. Und der Daniel Götz hat gerade gefragt, in welchem Zusammenhang steht für dich das Thema Werte und Mindset, Haltung. Das ist genau das, glaube ich. Glaubenssätze, die sich bilden. Und Glaubenssätze bilden sich nur in diesem Reality Loop durch wirklich Erfahrung, physische Erfahrung und Emotion. Und wir haben ja alle, denke ich mal, gelernt aus neurowissenschaftlicher Sicht, wie ein Mensch lernt. Das ist durch Emotionen unter anderem. Und dadurch entwickeln sich Glaubenssätze. Und die führen dann im Endeffekt, wie ich gerade versucht habe zu erklären, dann auch zu einem gewissen Wert. Und das dürfen wir bei der ganzen Diskussion meiner Meinung nach nicht vernachlässigen, sondern, und das bestätigt eigentlich nochmal das, was du gesagt hast, Werner, wir müssen gucken, dass wir auf die Mikroebene sozusagen gehen und an die Mitarbeiter gehen und den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, Erfahrungen zu machen, die wiederum dann zu neuen Glaubenssätzen führen. Danke fürs Zuhören. Okay, vielen Dank für die Bestätigung. Letztendlich, Wertentwicklung ist nur bottom-up möglich. Aber jahrzehntelang haben die Unternehmen immer wieder versucht, Werteentwicklung durch Hochglanzbroschüren und Ähnliches top-down zu verordnen. Und jetzt haben wir, glaube ich, sehr wohl die Chance, auch durch die neuen Lernformate, mit denen wir arbeiten, wirklich bottom-up solche Entwicklungsprozesse und damit auch die notwendigen Reflexionen und alles, was dazugehört, zu initiieren. Ja, ich 100% agree. Ich gebe dem Beispiel, meine Frau arbeitet als Gesundheits- und Krankenschwester in einem Krankenhaus und die haben die Werte an jeder Tür hängen. Und die Werte dienen dazu, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich unterhalten fühlen, sich nämlich jedes Mal totlachen, wenn sie sich die Werte anschauen. Von daher 100% bestätigt, muss immer von unten nach oben kommen und dann kann es erst gelebt werden. Ja, klar. Okay. Weitere Fragen? Ich sehe hier im Chat. Mikrofon ausgeschaltet. Vielleicht folgt mal lange als der nächste. Wie weit sind welche Werte zum Beispiel kontextabhängig? Also ich bin fest davon überzeugt, dass sich unsere Werte nur im Kontext entwickeln können. So wie wir es vorher dargestellt haben, meine Werte entwickeln sich immer dann, wenn ich Erfahrungen sammle. Zu den Erfahrungen gehört ja, dass ich über bestimmte Handlungsweisen, die ich umsetze, ja auch jetzt wiederum Feedback, Reaktionen, gute, schlechte Reaktionen meiner Kollegen bekomme.
Und zum Beispiel die gesamte Kultur in einem Unternehmen bestimmt natürlich im Laufe der Zeit auch, wie ich mein eigenes Wertesystem weiterentwickle. Ich denke, wenn ich 10, 20 Jahre lang in einem bestimmten Unternehmen arbeite, dann werde ich natürlich ein Stück weit auch natürlich die Werte dieses Unternehmens mit verinnerlichen. Also deswegen würde ich sagen, Werte sind immer kontextgebunden oder orientiert. Und das passt zur Frage von Frank Kalber. Vielleicht darf ich noch mal ganz kurz, Werner bzw. Karl-Heinz, noch mal ganz kurz einhaken. Also vielen Dank, Werner, das sehe ich genauso. Und jetzt ist ja die spannende Frage, ist es eine bidirektionale Wechselwirkung oder gilt es nur in die eine Richtung? Also welche Erfahrungen habt ihr, wenn ihr den Kontext versucht, durch bestimmte Rahmenbedingungen zu ändern? Wie ändert sich dann das Wertesystem? Das finde ich mal spannend. Was meinst du jetzt konkret mit Wertesystem? Die Werte des Teams oder was steckt hinter deinem Begriff System? Ja gut, System habe ich jetzt natürlich allgemein generalisiert, das ist richtig. Also das kann sowohl Einzelne betreffen aus meiner Sicht, natürlich auch ganze Teams und Organisationen. Also ich habe nur einfach generalisiert, du kannst das jetzt auch konkret auf ein Team oder auf ein Einzelnen beziehen. Also es wäre jetzt unredlich, wenn ich jetzt von Erfahrungen spreche. Die versuche ich gerade zu sammeln, aber ich habe eine Meinung dazu. Ich bin sicher, dass das eine Wechselwirkung ist. Deswegen gehen wir auch ganz bewusst diese drei Ebenen, Individuum, Team und Organisation an, weil wir davon ausgehen, wenn die Mitarbeiter ihre Werte gezielt entwickeln, wird sich das natürlich auch auf ihr Umfeld und damit auf ihr Team und die Organisation auswirken. Und umgekehrt, wenn ich jetzt als Mitarbeiter zum Beispiel in einem Werteentwicklungsprozess meines Teams mit eingebunden bin, wenn ich dort wieder mit dem Team Erfahrungen sammle, über die ich reflektiere, wird das wiederum auch meine individuellen Werte beeinflussen. Das ist meine Überzeugung, aber ich kann jetzt hier nicht behaupten, dass ich davon Erfahrungen sprechen kann. Das ist noch zu früh. Ja, vielen Dank, Werner. Und ich meinte nochmal tatsächlich die andere Richtung. Also sobald ich irgendwas am Handlungsrahmen ändere, was passiert dann mit den Werten? Sprich, ich schaffe mehr Transparenz, ich verändere, sagen wir mal, die Unternehmenskommunikation und so weiter, bis hin zu agilen Handlungsrahmen. Wie weit könnte das eine Wechselwirkung auch beziehungsweise eine Rückwirkung auf die Werte haben? Also ich denke, der Handlungsrahmen ist dann die notwendige Voraussetzung. Und wenn dann durch den geänderten Handlungsrahmen ein Team zum Beispiel anders agiert oder agieren kann, vielleicht mehr Freiräume hat und so weiter, dann wird sich das ja jetzt auch wiederum in meinen Erfahrungen und damit auch in meinen Werten niederschlagen. Also ich sehe da eine indirekte Wirkung. Ja, okay, vielen Dank. Dann würde ich gerne auch noch mal ein. Ja, bitte. Nee, tu es ruhig. Ich hätte einfach noch einen Gedanken mit dazu gebracht, weil mir ist jetzt die Diskussion gerade etwas zu hierarchisch geworden, nämlich immer nur vom Individuum, vom Team und so weiter zu sprechen. Ich denke, es gibt auch andere Möglichkeiten, Werte zu reflektieren, zu entwickeln, die auf individueller Ebene ablaufen, aber letztendlich connected mit anderen Individuen. Also diese ganzen Konzepte, die Circle of Trust heißen, das heißt irgendwo kleine Peer Groups, Working Out Loud beispielsweise oder LernOS als Beispiel genannt, die es eben ermöglichen, dass Menschen, die irgendwo Lust auf sowas haben, gemeinsam sich Mut machen, gemeinsam Dinge ausprobieren und letztendlich Werte und damit aber auch Glaubenssätze entwickeln, dass es möglich ist, überhaupt sowas wie, ja, bei Working Out Loud sowas wie Leading by Generosity, das heißt also das Leadership durch Freigebigkeit, durch Teilen überhaupt mal zu erleben und damit aber auch dann ins Team hineinzuwirken und bottom-up letztendlich in die ganze Organisation.
Das ist ein wichtiger Hinweis. Wenn ich in diesem Zusammenhang von Teams rede, meine ich nicht nur formelle Teams, sondern zum Beispiel solche Working Out Loud Gruppen wären für mich auch auf der Teamebene, weil hier einfach verschiedene Menschen jetzt zusammenarbeiten und gemeinsam Erfahrungen sammeln. Und dann wäre das in diesem Sinne ein Team. Vielleicht müssen wir mal einen schöneren Begriff dafür finden. Also es ist nicht jetzt im Sinne Linienorganisation gemeint, wenn ich hier von Team spreche, sondern immer im Sinne von Zusammenarbeit. Mhm. Mhm, gefällt mir gut. Es kann jede Art von Peer Group sein. Die muss gar nichts mit Organisation, Jobs, Prozessen zu tun haben. Genau. Ganz genau. Ich denke, dass gerade so solche informellen Gruppen wie Working Out Loud Gruppen sogar eine besonders starke Auswirkung auf die Werteentwicklung haben. Das vermute ich jetzt. Ich kann es jetzt nicht belegen, aber das wäre jetzt, glaube ich, schon sehr wahrscheinlich. Jetzt will ich Frank Kahlberg doch nochmal zu Wort kommen lassen. Er fragt hier: Was sind konkrete Beispiele von Situationen im Leben, bei welchen ein Mensch ein oder mehrere seiner Werte grundlegend verändern wird? Jetzt natürlich sehr tief. Hier kann ich jetzt wirklich auch nur spekulieren. Aber vielleicht gehe ich nochmal zurück auf dieses Beispiel mit diesem etwas fremden Hass angehauchten Ingenieur, der dann in dieses Flüchtlingslager geschickt wurde. Also wenn ich als Mensch mit einem Rahmen konfrontiert werde, mit Erfahrungen, die gänzlich in Widerspruch zu meinen bisherigen Erfahrungen stehen oder vielleicht auch zu meinen bisherigen Bildern, die ich im Kopf trage, stehen, dann denke ich, dann kann tatsächlich ein Entwicklungsprozess der Werte initiiert werden, der auch sehr tiefgehend ist. Also je andersartig und je überraschender wahrscheinlich die neue Situation ist, umso stärker könnte ich mir vorstellen, ist die Reaktion auf meine Werte. Das wäre jetzt meine Antwort, aber vielleicht gibt es jetzt in unserer Gruppe ein paar, die hier eine gute Antwort darauf wissen. Na, vielleicht passt die nächste Frage von Frank Kahlberg dazu. Er sagt, Björn nennt den Begriff Emotionen. Was ist die Verbindung zwischen Werten und Emotionen? Ja gut, Emotionen sind ja das, was ich dann tatsächlich empfinde, fühle. Und je nachdem, wie mein Wertegerüst ist, werde ich in unterschiedlichen Situationen sicherlich andersartig jetzt emotional vorangehen. Wenn also ich einen sehr, sehr, sehr hohen Wert jetzt, wir haben zum Beispiel solch einen Wert, der nennt sich Norm und Gesetz, also dieser Wert ist bei Mensch sich besonders stark an Regeln, Rahmenbedingungen halten und denen es vielleicht körperlich wehtut, wenn diese Bedingungen nicht eingehalten werden. Wenn ich solch ein Mensch wäre und ich erfahre jetzt in einem Team, dass man ganz locker mit Normen und Regeln umgeht, dann wird das bei mir eine andere emotionale Wirkung haben, als wenn ich von Natur aus eher so ein Luftikus bin, der immer 5 Grad sein lässt und solche Dinge, dann werden meine Emotionen andere sein. Also die Werte können emotionale Reaktionen initiieren, je nachdem, wie die aktuelle Situation vielleicht in Widerspruch oder in Übereinstimmung, dann wäre es Zufriedenheit, zu meinen Werten ist. Wenn ich das Gefühl habe, mit meinen Werten passe ich jetzt hier toll in die Gruppe rein, dann werde ich natürlich auch emotional mich in der Gruppe sehr gut aufgehoben fühlen. Johanna Brühl sagt hier, was haltet ihr von dem Slogan eines Unternehmens, lebe unsere Werte, in Verbindung mit der Aussage, man kann ja das Unternehmen verlassen, wenn man die Werte nicht unterstützt? Ja, also ich fange mal grundsätzlicher an. Ich bin fest davon überzeugt, man kann Werte in einem gewissen Maße verändern.
Aber jetzt immer kontextabhängig, hatten wir ja schon diskutiert, und natürlich auch nicht unbegrenzt. Ich glaube, dass jeder Mensch im Hinblick auf seine Werte vermutlich zumindest mal so etwas wie Eckpfeiler hat, die er nicht überschreiten will. Und eins, denke ich, kann schon passieren, wenn ich bei der Werteerhebung feststelle, dass ein Mitarbeiter jetzt sind bei bestimmten Werten gravierend von den Team- oder Organisationswerten abweicht, dann muss man zumindest erstmal die Frage, also ich würde erstmal die Frage stellen, wie drückt sich denn diese Abweichung der Teamwerte und meiner persönlichen Werte denn in der täglichen Praxis aus? Gibt es hier Beispiele dafür, wo deutlich wird, dass diese Wertemodelle, die ich persönlich habe und die das Team hat, irgendwie konträr zueinander stehen? Und wenn ich dann solche Situationen identifiziert habe, dann ist es eine Frage der eigenen Bewertung. Ist das die Abweichung so gravierend? Ist das Ergebnis so gravierend, dass das Unternehmen eine Chance mit die auch leben zu können, erwarten, dass das immer von allen anderen 100% mitgetragen wird? Die Aussage finde ich was krass, ob die psychologisch geschickt im Raum stehen lassen. Den kann man glauben mit so einer Aussage schon. Benedikt Pape hier, würde gerne gleich was noch dazu sagen, zu dem Lebe unsere Werte im Unternehmen. Ich denke, prinzipiell ist ja schon was schiefgegangen eigentlich, wenn Mitarbeiter sich von den Werten distanzieren, nach dem Wissen, dass ja die Werte sich nur selbst entwickeln können bei Individuen, und so muss es eigentlich auch im Unternehmen sein. Und wenn jetzt eine Wertefestlegung im Unternehmen passiert, dann muss dementsprechend eigentlich, damit die Werte nach allem, was wir heute gelernt haben, damit die Werte wirksam sein können und durchgängig sein können, eine Diskussion über diese Werte das Ziel der Übung sein. Ja, auch, wir haben ja vorher schon gesagt, die Reflexion ist ein ganz zentraler Werteentwicklung, egal ob im Team. Deswegen zu reden. Oh, Werner, du bist jetzt kaum noch zu verstehen. Du bist jetzt wieder sehr abgehackt. Okay, ändert. Ich gehe noch ein bisschen näher rein. Diskussion ohne Führe ist sinnvoll. Nee, Werner, wir hören immer nur einzelne Worte noch von dir. Im Moment scheint die Verbindung nicht mehr tragfähig zu sein. Tut mir leid, ich kann aber. Ja. Nee. Vielleicht warten wir einen Moment, und wenn Teilnehmer noch was sagen möchten, vielleicht bringt ihr euch ein. Ich glaube, da haben wir dieses Bandbreitenproblem im Moment nicht. Wer möchte gleich noch eine Frage stellen oder untereinander eine Diskussion anregen? Ja, ich habe ja die Frage gestellt mit dem Slogan Lebe unsere Werte. Und ich bin froh, dass ich jetzt raushöre, also dass es nicht sein kann, dass man eine Hochglanzbroschüre erstellt und die Diskussion oder die Reflexion über die Werte überhaupt nicht stattfindet. Also sollte doch Button-Ups funktionieren, und daraus sollten dann die Werte entstehen. Mhm. Ja. Ist das richtig? Okay. Also in der Hoffnung, dass man mich wieder gut verstehen kann, das ist ja genau der Punkt. Wir wollen mit den ganzen Konzepten, die ich dargestellt habe, genau diese Reflexion oder nennt es Diskussion, egal wie man es nennt, initiieren. Aber jetzt nicht so auf theoretischer, kognitiver Basis, sondern auf der Basis eigener, konkreter Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Und dann aus der Reflexion über die eigenen Erfahrungen dann tatsächlich einen Entwicklungsprozess im Hinblick auf die Werte zu initiieren.
Und das, denke ich, ist der einzig mögliche Weg, weil ich gelernt habe, Werte kann ich wirklich nur dadurch aufbauen, dass ich sie aufgrund von eigenen Erfahrungen verinnerliche. Vielleicht können wir dann noch auf die Frage von Frank Kalberg eingehen. Der stört sich so ein bisschen daran, dass Werte eines Teams gemessen werden sollen, aber eigentlich entstehen die doch aus den Werten der eigenen Teammitglieder. Und die Teammitglieder haben doch ganz verschiedene Werte. Wie passt das zusammen? Also das war ein ganz zentraler Punkt in unserer Diskussion und wir haben da lange dran gearbeitet und John Erdenbeck hat dann tief in der Literatur geforscht. Sein Ergebnis bestätigt sich aber auch in unseren Praxisprojekten. Das, was ich eingangs gesagt habe, Werte eines Teams entwickeln sich in einem eigenen Prozess. Es kann durchaus sein, wenn ich jetzt hier Teammitglieder habe, die jetzt bestimmte Werte haben, die sind jetzt zusammen in einem Team, dass sich dort im Team andere Werte entwickeln, weil das Team nämlich eigene Erfahrungen sammelt, als wenn ich jetzt in einem anderen Team drin bin, welches irgendwo ganz anders eingesetzt wird. Also nochmal, die Summe der Einzelwerte der Teammitglieder sind nicht die Teamwerte, sondern das Team entwickelt seine Werte in eigenen Prozessen aus den Erfahrungen, die das Team gemeinsam sammelt. Das bestimmt die Werte. Eins ist natürlich klar, je nachdem, welche individuellen Werte die Teammitglieder mitbringen, wird die Basis für diese Entwicklungsprozesse unterschiedlich sein. Aber ich kann nicht aus den Einzelwerten jetzt zwingend daraus schließen, welche Werte jetzt ein Team im Laufe der Zeit aufbauen wird. Okay, da gibt es noch ein paar Linkhinweise, die könnt ihr selber lesen. Ich würde gerne nochmal einhaken in der Werteentwicklung von Teams. Leider ist es ja nun mal so, dass wir nicht ein Team haben, sondern eine Vielzahl von Teams mit wahrscheinlich auch verschiedenen eigenen Teamwerten. Wie bekomme ich denn daraus möglichst homogene Werte oder zumindest Werte, die sich vertragen, so dass sie letztlich beim Kunden auch als solche wahrgenommen werden? Weil bei der ganzen Diskussion ist ja immer die Frage, wozu machen wir denn das mit den Werten überhaupt? Was ist denn die Zielsetzung? Ist das die Zielsetzung, dass das Team untereinander sich versteht, dass ich als Organisation insgesamt besser zusammenwachse, dass der Mitarbeiter sich einzeln wohlfühlt? Oder ist es nicht auch eine Zielsetzung, dass der Kunde letztlich sagt, ja, mit den Werten kann ich mich anfreunden und deswegen ist das mein favorisierter Partner? Ja, aber das ist genau der Prozess, den ich vorher skizziert habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel solch ein Vertriebsteam hätte, das sich genau mit dieser Frage, die du beschrieben hast, beschäftigt, dann würde ich in diesem Vertriebsteam, wie gesagt, erstmal die Ist- und die Wunschwerte der Teammitglieder hier bezogen auf das Team feststellen, um dann genau solch einen Prozess zu initiieren, um quasi sowas wie die Sollwerte, welche Werte sollten wir besonders stark leben, woran sollten wir besonders in unserer täglichen Handlungsweise, sollten wir uns besonders stark orientieren. Und der Unterschied zu der bisherigen Vorgehensweise ist, dass wir aber als Basis unserer Diskussion den Ist-Zustand der Werte und der gewünschten Werte nehmen und dann darauf aufbauend eine realistische Soll-Formulierung herzuleiten, die dann quasi bottom-up entwickelt wird. Das Problem von vielen solchen vorgegebenen Top-Down-Verordneten soll werden ist, ja, dass die Menschen, die überhaupt nicht akzeptieren, nicht verinnerlichen und dann natürlich auch nicht leben. Und so werden diese Werte durch die Teammitglieder selbst definiert. Das nehme ich auch so wahr. Das Problem ist doch aber, wie gesagt, ich habe eine Vielzahl an Teams. Also sprich, es kommen da eine Vielzahl an Sollwerten raus. Wenn ich jetzt sage, na gut, ich nehme denn die Werte als meine Unternehmenswerte, die am häufigsten genannt werden, habe ich im Zweifelfall auch es so, dass sich einzelne Teams sagen, nee, aber das sind doch gar nicht unsere Werte.
Also sprich, die werden selbst in diesen Bottom-up-Prozess irgendwie auferlegt. Also so richtig gut vorstellen kann ich mir es als Prozess in einem größeren Unternehmen noch nicht. Ja gut, wenn ich akzeptiere, dass wir bottom-up vorgehen, dann muss ich natürlich auch akzeptieren, dass das Team A andere Werte entwickelt als das Team B. Was die obere Leitung hier tun kann, das habe ich nur so mit einem Auge im Chat gesehen, ist natürlich gewisse Rahmenbedingungen, vielleicht auch gewisse Grundsätze oder Eckpfeiler zu definieren, in deren Rahmen dann die einzelnen Teams ihre Werte entwickeln können. Aber das ist doch schon mal ein interessanter Punkt. Leider kommt das ganz am Ende hier. Das ist ja eigentlich die Grundlage von dem allen anderen, was kommt. Ich meine, dass wir unterschiedliche Werte haben, das haben wir jetzt schon 17 Mal gesagt auf individueller Ebene. Das wird bei Teamebene auch so sein. Und die Frage ist ja einfach, wie vereinbaren wir die? Und können wir miteinander leben? Weil bevor ich denn sage, na, Team A hat die Werte, Team B die Werte, die werden nie wieder zusammenarbeiten oder sich möglichst meiden, da ist ja die Frage, wie kann ich denn als Organisation oder als Führungskraft dem begegnen? Rahmenbedingungen, super, machen Sie gern weiter. Ja, aber letztendlich, das betrifft ja eigentlich alle Lernprozesse und Entwicklungsprozesse in Unternehmen, ist doch die Unternehmensstrategie die Orientierung, an der sich alle ausrichten. Die Unternehmen haben eigene Strategien, die sie entwickelt haben, und letztendlich dient doch das Lernen und damit auch die Wertentwicklung in den Unternehmen, dient ja jetzt nicht der Selbstbefriedigung der Mitarbeiter, sondern dient dazu, die unternehmerische Strategie erfolgreich umzusetzen. Und so insofern ergibt sich doch eigentlich aus der Vorgabe der Unternehmensstrategie ein gewisser Rahmen für die Werteentwicklung und für alles Lernen im Unternehmen. Okay, ich glaube, die weiteren Fragen haben wir im Wesentlichen auch mit beantwortet. Und unsere Zeit ist auch fast vorbei. Wir sind jetzt kurz vor 2. Vielleicht, Werner, möchtest du noch was Abschließendes sagen oder noch einer der Teilnehmer? Ansonsten würde ich sagen, schönen Dank. Ja, also ich bedanke mich bei allen auch für eure Beiträge. Ich finde solche Diskussionen extrem wichtig. Weil nochmal, ich wollte nicht den Eindruck erwecken, als ob wir jetzt ein Patentrezept entwickelt hätten. Ich stehe voll hinter dem Konzept, weiß aber, dass wir noch viel Erfahrungen sammeln müssen. Die ersten Erfahrungen sind ermutigend, aber wie das Konzept in 1-2 Jahren im Detail aussieht, das wage ich heute auch noch nicht vorherzusagen. Aber ich fand die Diskussion sehr spannend, anregend und hoffe, dass ich die Diskussion mit dem einen oder anderen weiter fortführen kann und würde mich freuen, wenn ihr mich einfach auch zu diesen Themen ansprecht. Herzlichen Dank. Okay, dann herzlichen Dank für deinen interessanten Input, Werner, und auch danke an alle Teilnehmenden heute. Am 14.06. gibt es den nächsten CL Sprint. Thema steht noch nicht fest, aber ihr werdet wieder über alle Kanäle informiert werden. Tragt euch den Termin schon wieder im Kalender ein. Wieder um 13 Uhr ist die Live-Session dazu. Herzlichen Dank und ein schönes Wochenende euch. Tschüss. Okay. Ja, Dankeschön. Tschüss.